Siegert! Geweld, zo'n 8 cilinder, dat is toch een heel ander geluid als zo'n lijn, hè? Als zo'n lijn, dat is snel voor elkaar, kent ik maar even strak. En dan is hier een hernieuwde poging. Thank you.
voorzichtig van zijn plek gegaan. En dan is het gewoon van als het allemaal heel blijft en goed gaat, dat is belangrijk. En Geest is erbij. Onder andere kettingstrap, dames en heren, dan gaan we op drie monsters. En dat wil niet goed lopen, die taalsleden. Kelly strak, we zijn er klaar voor. Ook met de kachelsponsoring van René. Dat wordt even water.
slechts heb ik al genoemd. Deze viervoudig Europees kampioen in ons land. En ook meervoudig nationaal kampioen. Kijken wat dat gaat brengen. Centimeter mis, minder onder de sleepwagen voor de weerstand. En bij 78 meter is de gewichtenbak voorop. Dat betekent dus dat het vrij laat is. Zitten we vlak voor het gebied waar we dus minstens moeten komen voor een finale plaats. En dat is voorbij de 80 meter. Tussen 80 en 90 meter moet je zitten om eventueel, als je niet voorbij de voetballijn komt, voor de finale in aanmerking te komen. Oké, we gaan aan. Best in for the race for the East.
verrassingen na vanmiddag gedaan. En eens kijken of dat allemaal goed gaat. Vanmiddag ging er een begrenzing in en dat zal nu niet meer het geval zijn. Opstap, dames en heren, we gaan dan met de judge! Is het genoeg? Want voor de finale plaats genoeg. Maar is het zelfs nog een vol vol? Daar ben ik benieuwd naar. Want zo diep zo in de buurt zit in ieder geval. Maar in ieder geval, fans van de Griffin Crossing, mooi! Wat doen we nog een keer? Goed. Even kijken hoor. Afstand te geven voor de jets even wachten tot de rug. De war dance. En de war planets used. Voor de lightning bombers. Dat is een probleem. De voorste die toen is eentje in de richting als ze mij rijdt. Hij qualified. En wij zijn wel het nu gaan brengen. Alles op zijn plaats. Oké, gaan we weer. We're
Thank you.
En daar staat inmiddels dan Jericho ook om mee te kijken binnen te zuigen. Dames en heren, ketting strak. We gaan op toeren. De muziek gaat uit en hier is de Slapo. Flammen tanzen über den Ausbruch. Der Gast aus Großbritannien. Da zerreißt es ihn. Robin Mühlenburg, Mannheim Classic. Oh, das gibt's doch gar nicht. Der kämpft um jeden Meter mit einem neuen Chassis. Und sie wollen jetzt in diesem Jahr richtig angreifen. Wir sind gespannt, ob das alles funktioniert. Die Zeichen stehen gut, die Musik ist da, der Traktor sieht fantastisch aus. Es ist eine tolle Fahrerin im Cockpit positioniert. Das könnte am Ende reichen für den ersten Full Pull des Tages. Gibt's doch gar nicht. Dann Diesel Ross aus Belgien, angereist in die Fürchdorf Arena. 1800 Diesel PS bringt er mit. Der Fan von den belgischen Gästen. Wettkampf-PS, Dieseltreibstoff, Dreiganggetriebe von Ron Perry aus den USA eingebaut. Schauen wir mal, wo der Midnight Deer hingeht.
was ist nur los in der Prusa-Klasse? Blue Vendelin ist der nächste Starter. Er kämpft, der Blue Vendelin, der Josef Ranke, der hier jetzt in der Startaufstellung positioniert ist. Und vielleicht geht es jetzt Richtung 100 Meter. Sensation aus den Niederlanden. Sie kriegen die Kraft nicht mehr auf die Erde. Das kleine Regenschauer hat die Bahn rutschig gemacht und es geht nicht wirklich vorwärts. Der Boomerang und rein weiter! Die Flamme! Diese Top-Ein! Diese... Test 1, 2. Wir haben den Starter. Ah, es geht nicht wirklich vorwärts.
Der ist wahnsinnig. Er kämpft um jeden Meter, reicht es für 100 Ford PS. Es wird gekämpft um jeden Meter mit 2200 Wettkampf-PS. Oh, da zerreißt es ihn. Der Teilwechsel wird auf jeden Fall noch einmal starten mit seinem Cadillac V8. Der Teilwechsel ist ein langjähriger Begriff für die Fans aus den alten Zeiten. Das Vater-Sohn-Team war damals legendär. Qualmt aus allen Löchern der T-Rex, aber es geht nicht wirklich weiter. Also mit einem mächtigen Turbolader und wir hoffen immer noch auf den zweiten Full Pull. Die machen mich verrückt, diese. Junge, da geht. Wir schauen auf den Final Destination. Der hat seine Fans mitgebracht dahinter. Die klatschen für ihn rhythmisch. Los geht's! Und wir schauen hier jetzt auf die Bahn, denn er wird freigewunken. Brothers Toy aus Zwolle, los geht's! Für ihn in der Fügtorf Arena Startvergabe. Heimspiel. Natürlich gemeinsam die Daumen. Neuer Traktor in Deutschland in der 2,5 Tonnen freien Klasse. Viola! PS. Gefahren und wir schauen mal, ob auch er vorne eingreifen kann. Smoking Devil, Bad frei.
Fans, seid ihr damit zufrieden? Dass alles glatt geht. Ja, das ist natürlich. Auf geht's für den Russian Roulette XL. Küchenbund in die Hände! Serge Jacobi! Geht zu dir! Radion Special! Noch zahnenstittiger aus, würde ich sagen, als in den vorangegangenen Jahren. Man hat wieder ganze Arbeit geleistet und hier und heute muss richtig was her, um den Russian Roulette schlagen zu können. Da ist jetzt richtig was gefragt. Frank Bartholomé braucht volle Konzentration, volle Leistung. Es muss alles stimmen, es muss alles passen und dann soll er angreifen. Langsamer zu der Leute kommt, der Wander holt das Wandling in der Motor die Trumpf. Wenn ihr Jo, der hat das neuen Traktor neu aufgebaut, ganz toll zurecht gemacht, ist er der nächste Starter. Jetzt kommt er für euch, Green Gangster Deer! Junge, 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 Junge! 100 Liter Hubraummittel für CCR natürlich, 6000 Umdrehungen pro Minute und etwa 2000 Wettkampf-PS. Hans Schweiger aus der Audi! Und da verliert er. Nur einen mitgebracht, der zweite ist in der Bauphase. Grüne Flagge für das All or Nothing Team, das hier jetzt noch einmal vor dem Bremswagen unterwegs ist mit 3800 Wettkampf-PS. Niederlande. Ja, Ostseeküste von der schönen Insel Rügen. Aber jetzt sind wir in der Volkmanns Arena. Jetzt sind wir bei Red Mitty. Und dann soll es losgehen. Supersportklasse, Bremswagen neu eingestellt, leichter. Jetzt soll es hier Flüge über die Pullingbahn geben in der großartigen Geschwindigkeit, in der die Supersportler unterwegs sind. Und wir sind gespannt. Jetzt und hier auf den Green Hunter.
Der ist jetzt auch mittlerweile so ein bisschen schmerzfrei unterwegs. Also der sagt sich ganz gewohnt, da alles oder nichts, volles Risiko, alles auf eine Karte. Hier kommt der Gipswehr. Ja, er bringt die Kraft nicht auf die Erde.
Es qualmt ohne Ende. Jetzt geht's wieder los, Bauernschreck-Time und wir drücken die Daumen für ein Atem- und Aufgepult. Los geht's, Bauernschreck! Geht auf die Bahn!
Ein wilder Hit und irgendwie klingt es aus allen Köpfen anders. Aus jedem Topf klingt es anders als aus dem vergleichbaren Nebel. Liege mit Outlaw Dennis Castro erstmals am Steuer. Come on.
Ha ha ha!